Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Vlog von uns. Von mir, von uns. Heute ist es soweit, ich bin so aufgeregt. Wir gehen heute Schultasche kaufen. Oh mein Gott. Ja. Ja, Finn kommt dieses Jahr in die Schule. Ihr verfolgt mich jetzt schon seit gut 6 Jahren, über 6 Jahren. Ihr habt mich kennengelernt, wahrscheinlich durch die Schwangerschaft von Finn. Und jetzt ist es soweit, jetzt geht unser Finn in die Schule. Ab August geht's los, ab September geht's los. Und heute gehen wir Schultasche kaufen. Ich bin echt total aufgeregt, ich freue mich aber auch total. Und ja, ich habe euch versprochen, ich nehme euch natürlich heute mit. Es ist so ein wichtiger Schritt und ich finde, es ist auch so ein interessantes Thema, dass ich euch auf jeden Fall mitnehme. Denn vielleicht ist euer Kind auch dieses Jahr dran oder nächstes Jahr oder in 2 Jahren und ihr wollt euch einfach schon ein bisschen informieren oder ihr interessiert euch einfach dafür, wie es bei uns so abgeht oder wie es bei uns so abläuft und für was für eine Schultasche wir uns entscheiden, beziehungsweise Finn. Also die Marke entscheiden wir zusammen und das Modell beziehungsweise das Design darf er natürlich selber entscheiden. Auf was man alles achten muss und was es sonst noch Wichtiges zu beachten gibt bei der Schultasche, das erfahrt ihr heute hier in diesem Vlog. Ich bin so aufgeregt, wirklich. Das ist so ein neuer und großer Schritt für uns alle. Es ist wirklich, ja. Oh mein Gott. Ich habe jetzt hier schon einen großen Haufen an Papieren und Blättern von der Grundschule bekommen, in die der Finn geht. Wir hatten vor circa 2 bis 3 Wochen einen Kennenlernabend in der Grundschule, wo auch alle Eltern da waren, deren Kinder ab September in die Schule gehen. Und liebe Eltern, für ihr Kind beginnt am Dienstag, den 9. September 2020, das erste Schuljahr. Bitte besorgen Sie bis zum Schuljahresbeginn folgende Dinge: Schreibmäppchen, 2 Bleistifte, dreieckig, einer dünn, einer etwas stärker. Härte HB, ein weicher Radiergummi, Buntstifte, ein wasserlöslicher blauer Folienstift, Staedtler Lumocolor mit Filzschwämmchen zum Radieren. Steht halt noch die Marke daneben, eiskalt. Wachsmalkreiden, Markenfabrikat wasserfest, Klebestift, Filzstift schwarz, also im Schlampermäppchen muss das dann drin sein. Stabile Kinderschere mit Namensband, ein Spitzer mit Gehäuse, eine Jurismatte für Blätter DIN A4, Zeichensachen, ein Deckfarbkasten mit 12 Farben, 12 fettgedruckt mit 3 Ausrufezeichen, Deckweiß. Wir durften nie Deckweiß benutzen. 3 Borstenpinsel Größe 4, 8 und 12, ein Mallappen. Ein standfestes Wassergefäß, ein Zeichenblock DIN A3, festes Papier, lose Blätter. Eine große Zeichensammelmappe DIN A3, im Schuhkarton verpackt, mit Name versehen. Oh, da darf die Bade noch einen Schuhkarton basteln für die Schule. Turnkleidung im Turnbeutel. Also brauchen wir auch einen Turnbeutel. Aber ich weiß gar nicht, also das werde ich jetzt dann alles erfahren. Die Turnbeutel sind ja meistens in so einem Paket dabei, ne, bei der Schultasche, dass das so alles zusammenpasst. Ich glaube, das ist immer alles zusammen. Oder muss man das alles extra kaufen? Wir werden sehen. Aber doch, ist schon ganz schön viel, finde ich, für die erste Klasse, oder? Was sagt ihr? Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch jetzt auch schon dieses Jahr soweit ist und ob ihr auch schon so eine fette Materialienliste zugeschickt bekommen habt. Ja, ich bin total hibbelig und aufgeregt. Ich denke, das kann man mir bestimmt ansehen. Und ja, für uns geht es jetzt gleich los. Ich werde natürlich die Kleinen heute zu Hause lassen, beziehungsweise ich werde die bei der Oma lassen, denn heute geht es wirklich zu 100% nur um Finn. Das ist den Finn sein Tag. Das ist für den Finn und da wird sich zu 100% auf den Finn konzentriert. Und aus dem Grund kommen die Kleinen heute zu Oma und wir gehen zu dritt los. Das heißt Papa, Mama und Finn. Und die Patin ist auch dabei. Allerdings kommt die etwas später und die werdet ihr auch hier in dem Video nicht sehen, weil die möchte nämlich nicht gezeigt werden. Bei uns ist das so Brauch, wenn man das sagen kann, dass die Paten eben mitgehen und die Schultasche mit besorgen.
Genau. Die Patin wird auch die Schultüte basteln. Und jetzt, wo ich gelesen habe, dass es auch noch einen Schuhkarton geben muss, wird sie auch den Schuhkarton basteln. Sie ist die Kreative von meinen Geschwistern und sie wird es machen. Und sie ist die Patin von Finn, meine Schwester. Genau. So, und jetzt habe ich genug gelabert. Wir nehmen euch heute mit. Wir gehen dafür in die Spielkiste. In die Spielkiste lang. Die haben eine super Auswahl an tollen Markenschultaschen. Und wir haben den Besitzer von der Spielkiste lang auch schon kennengelernt und wir finden den auch super sympathisch und deswegen haben wir uns für das Geschäft entschieden. Ich würde euch das auch ans Herz legen, geht in ein Geschäft vor Ort, kauft sowas nicht online. Das muss einfach anprobiert werden. Da gibt es wirklich so viele Faktoren, auf die man achten muss. Ich habe mich da natürlich schon so ein bisschen eingelesen im Internet und ich habe auch gestern eine Umfrage gemacht. Und da gab es wirklich so viele Nachrichten von euch. Also zum einen habt ihr mir so viele Marken empfohlen. Zu 98% habt ihr mir Ergobag empfohlen. Ergobag. Und ganz, ganz viele Bilder habe ich von euch bekommen. Und wirklich jeder durch die Bank hat gesagt, nur vor Ort kaufen. Jedes Kind ist anders. Und es muss wirklich perfekt angepasst werden an den Rücken. Und aus dem Grund gehen wir in ein Fachgeschäft, der sich wirklich auskennt. Die werden regelmäßig geschult. Und ja, das würde ich euch auch ans Herz legen. Geht wirklich vor Ort in ein Fachgeschäft und lasst euch da beraten und kauft nicht irgendwas online. Und ja, ich würde sagen, let's go! Eine Schultasche. Du suchst eine Schultasche. Echt? So, ich geh doch, deine Mama kommt vielleicht nach die Schule, ja? Ja? Aber du kommst schon in die Schule und brauchst einen Schulranzen, ja? Okay, das ist ja schön. Und wann kommst du denn in die Schule? In dem Jahr? Ja? Und da holst du jetzt schon einen Schulranzen, ja? Im September. Aber ist eine gute Auswahl getroffen. Jetzt ist vom Zeitpunkt her genau der richtige. Jetzt kannst du auf alle Schulranzen, die es gibt, inklusive die Sondermodelle, kannst du darauf zugreifen. Ja? Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass dir der Ranzen passt und das müssen wir heute mal probieren. Okay? Machen wir das? Also ich bin der Basti und du heißt? Finn. Du bist der Finn. Okay. So, dann machen wir mal eins. Wir als erstes tun wir mal die Jacke ausziehen, dass du nicht schwitzt. Und dann probieren wir mal ein paar Schulranzen an. Ja? Weil das Wichtigste ist, dass der Ranzen passt. Und den probieren wir heute mal an, ohne Gewicht, mit Gewicht. Dann machen wir ein paar Übungen, um rauszufinden, ob das auch das richtige System für dich ist, okay? Ja? Hast du denn schon einen, der dir besonders gut gefällt? Mhm. Echt? Fußball? Ich habe jetzt gedacht, dir gefällt der da. Mit dem Flamingo drauf oder der da. Mit dem Monster? Nein? Der mit dem Fußball muss es sein, ja? Also, dann wollen wir den auch gleich mal probieren. Waren wir einverstanden? Ja. Ja. Gut, also dann machen wir das. Der war riesengroß aus. Der ist groß, ne? Ja? Meinst du der Basti auch? Meinst du der Basti auch? Ja? Also schau mal. Du hast da jetzt auf dem Schulranzen, hast du in erster Linie mal so einen Fußball drauf, ja? Den kannst du aber auch abmachen. Und wenn du der Meinung bist, du willst den von der Seite oben drauf haben, dann kannst du den an der Seite drauf machen. Ja? Jetzt pass auf, was wir jetzt machen. Zählst du mal, wie viele Gladys es da gibt? Sind die da? Zähl mal, wie viele es da gibt. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt pass auf, jetzt passiert noch was. Es gibt noch einen. Wie viele? Vier. Und der da auf der Tasche sind? Fünf, ne? Fünf Gladys. Ich dachte, das wäre der vierte. Nee, das war jetzt unfair gesagt, ne? Ja, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall drauf. Und dann gibt es fünf verschiedene Gladys, die du untereinander wechseln kannst. Und dann gibt es auch jede Menge Ersatzgladys dazu, okay? Die lege ich jetzt mal auf der Seite. Dann nehmen wir mal den Schulranzen mal alles raus, was es da gibt. Da ist alles drin. Schauen wir, da ist ein
ein Eduis drin, da kannst du deinen Klebestift reinmachen, du kannst deine Schere da reinlegen, wenn du hast. Ein Stift. Ja, Stifte kannst du reinmachen, aber auch an Radiergummi kannst du reinlegen, ne? Stimmt's? Ja? Ist ja wichtig, falls man was Zeit hat. Genau. Ja? Bei dem limitierten Modell ist, weil es einzeln nicht zu kaufen gibt, für die Mama und für den Papa wiederum interessant, ist immer noch ein Geldbeutel dabei. Ja? Und da kannst du an der Seite noch entweder die Liebesbriefe reinstecken. Oder die Buskarte. Ist der Buskind? Nein. Okay. Beim Kindergarten fahre ich manchmal mit dem Bus, aber da brauche ich keine Karte dazu. Okay. Ja, du kannst da auch ein Geld reinlegen, ne? Dann hast du ja Geld dabei, wenn du mal für den Hausmeister, hast. Ne, für den Kiosk, genau. Haben wir ja gesagt. Kriegst dein Geldbeutel. Also da hast du schon mal den passenden mit drin. Ist da auch ein, was brauchst du noch? In der Schule braucht man immer ein. Mäppchen. Sehr gut. Und da ist alles drin, was man braucht. Ne? Schauen wir da mal rein. Du hast da deinen Stundenplan drin, den es im Übrigen bei ErgoPack auch zum Downloaden gibt. Du kannst da jedes Jahr aktualisieren. Okay. Musst dir keinen Kopf machen. Machst alles da. Die Lehrer fordern zu 90% den Dreikantstift, kann man eigentlich sagen. Und ErgoPack hat sich doch sehr gut aufgestellt. Das sind zwei gelbe und zwei rote. Richtig. Einmal einen dicken und einmal einen dünnen. Ja. Ne? Braucht man meistens in der ersten Klasse, habt ihr mehr so den dicken Stift und dann geht es ab der Ende der ersten Klasse, Anfang der zweiten, wieder auf den dünnen runter. Ist von Schule zu Schule und von Lehrerin zu Lehrerin unterschiedlich. Auf jeden Fall hast du da auch nochmal einen kleinen Geldbeutel drin. Hm? Ja, ja. Ja. Mama gibt dir bestimmt ganz viel Geld mit. Aber ein kleiner. So, und dann hast du da noch einen Radiergummi. Ja, und da hast du noch Platz dann später mal für einen Füller, den du mal brauchst. Dann sagen wir, Mama, stell dich mal bitte hin. Und dann gebe ich dir jetzt mal einen Schulranzen in die Hand. Oh Gott! Ja. Ist der schwer? Nein, der ist total leicht. Ja. Echt? Ja. Ist ja kannst du den schon tragen? Ja, ne? Der ist mega leicht. Also, ich sag dazu immer, es gibt keinen schweren Schulranzen mehr. Also das, was wir früher gehabt haben, kann man jetzt nur vergleichen mit der heutigen Zeit. Es kommt ja viel, kommt ja aus dem Wandersport und bekanntlicherweise muss da das Material auch leicht sein. Der sehr gut. Fängt schon an. Eine Euphorie. Ja. Das ist so unser Spiegel. Da messen wir dann immer die Kinder, dass wir dann auch quasi gleich wissen, wie groß du bist. Und dann können wir den Schulranzen schon mal auf deine Größe einstellen. Ja? Das ist ein Anhaltspunkt, aber wir stellen es immer noch individuell am Kind ein. Es gibt nämlich lange Rücken und kurze Rücken. Dass wir das richtige System für dich finden, kümmern wir uns jetzt gleich mal drum. Ja? Also, bist groß. Wir machen den Schulranzen auf und sehen hinten sofort auf eine Zahlenskala, die ich individuell am Kind einstellen kann und anpassen kann. Und das ist für mich jetzt in erster Linie mal eine Hilfe. Es geht ein paar Zentimeter rauf, ein paar Zentimeter runter, je nach Rückenlänge. Okay. Stelle ich das jetzt mal auf 1,20. Einen Meter, ein bisschen was unter 1,20 ein, weil er das ja auch war. Ja. Man sieht da ganz gut, dass das wirklich versteiftes System ist. Also ich nenne es persönlich immer, erinnert mich sehr stark an einen Rückenprotektor vom Snowboarden. Mm. Ja. Okay. Also für den Rücken ist das unwahrscheinlich gut. Sollte er mal auf den Rücken fallen, den ersten Sturz, fängt der ErgoBike schon sehr, sehr gut ab. Okay. Ja. Also für ihn auf jeden Fall keine Schäden. Grundsätzlich haben wir den Gurt, der ist gleich mit integriert. Alles wird arretiert, sobald der verschlossen ist. Das machen wir jetzt auch gleich. Weil ich mich auf den Bauch falle. Ja, auf den Bauch, da bist du nicht geschützt. Brauchst du ein Kissen, ja. Also, dann kommst du mal zu mir hin, schlüpfst du mal da durch. Eins. Und zwei. Sehr gut. Und jetzt drehst du mal zum Eimer. Gut. Also, jetzt haben wir erst einmal den Schulranzen eingestellt auf deine Größe. Das passt schon mal. So, dann machen wir um den Brustgurt zu. Der Brustgurt kümmert sich in erster Linie mal darum, damit die Träger nicht wegrutschen. Ja? Wie früher. Wie bei deinem Kindergartenrucksack. Ja. Immer macht der Finn so, weil es die ganze Zeit runterrutscht. Und das passiert hier nimmer, weil es da fest ist. Schau. Weil es da fest ist. Und wenn du mal eine Übergangsjackensaison hast, wie jetzt halt im Frühjahr, Ostern rum oder im Herbst, die Übergangsjacke gleicht der Gummi auch aus. Ah ja. Ja, also dafür muss ich ihn dann neu umstellen. Okay. So, nur bei der Winterjacke sollte man es einmal anpassen. So, wir nehmen jetzt mal von sie mal auf Seite. Ich nehme den Gürtel unten, der ist ganz wichtig. Da gibt es auch nie die Diskussion, ob man den offen lässt oder zumacht. Der wird immer zugemacht. Das ist ganz wichtig. Hast du gehört, Finn? Ja. Der wird immer zugemacht. Der wird immer zugemacht, weil der soll dir beim Tragen helfen. Und das ist nämlich ganz wichtig, dass dein Gewicht
von deinem Ransen und der wird irgendwann, ich meine nicht den Ransen, sondern den hinten auf dem Rücken, okay, Rosa. Oh Gott, das ist krass. Wahnsinn. Das Gewicht, was dein Inhalt von deinem Schulranzen, dass der übertragen wird, auch auf deine Hüfte. Und das probieren wir jetzt aus. Schaust mal zu mir, bleibst gerade. Bist du mal die Hände auseinander. So, genau, so. Jetzt ziehe ich. Achtung, und nochmal. Zack. Sehr gut. So. Wow. Und jetzt sitzt der Ransen schon mal perfekt an dir dran. Ein Tipp gebe ich immer persönlich noch, wenn die Kinder Unterhemden drunter haben am Anfang, ist eher ungewohnt, die haben noch nie was auf dem Rücken gehabt. Das kann, wenn da mal Gewicht reinkommt, das kann dann ein bisschen rein. Aber deswegen würde ich in erster Linie mal ein T-Shirt immer drunter machen, bis sie sich dran gewohnt haben. Okay. So, jetzt haben wir den Schulrucksack dran. In dem Fall ist es das Modell Kubo von Ergobag. Ne? Wir umarmen hier jetzt halt förmlich den Hüftknochen. Den merken wir auch sehr gut, wenn wir da drin sind. Und das soll er auch. Ja? Also der Schulranzen fängt oberhalb vom Bobbers an. Okay. Darf oben auch über die Schulter drüber gucken. Weil wir arbeiten uns mit den Schulranzen nicht mehr in die Breite, sondern in die Höhe. Mhm. Ja? Ja, schön, ne? Schöne Kopfstütze. Kann man sich den Kopf natürlich auch ablegen. Ne? So. Wieder alles reinrollen. Na, nicht nur das, sondern ich mache dir jetzt auch ein Gewicht rein. Ich will mal gucken, wie kräftig du bist. Okay? Weil nur so stellen wir fest, ob er dir dann auch zu 100% passt. Okay? Wir zeigen mal der Mama noch was. Und zwar, wenn die Mama hier mal ihren Finger drunter steckt. Ja. Zwei oder einen? So, einen. Kannst du mal drum, jetzt kannst du zwei. Mhm. So, jetzt pass auf, jetzt drücke ich mal hinten direkt. Jetzt setze ich quasi künstlich Gewicht drauf. Jetzt merkst du. Ja, merkst du was auf? Eigentlich merke ich fast nichts. Genau. Es wird sehr viel nach unten übertragen. Und war das jetzt schwer für dich? Oder ging es? Bisschen, ja, okay. Genau, das geht dann. Das übernimmt dann quasi der Hüftgurt. Aber nur das, Gewicht, was direkt am Rücken sitzt. Okay. Ja? Und? Sehr gut. Ist angenommen, der Finn hätte jetzt halt noch, sag ich auch der Mama, hätte jetzt die Möglichkeit, noch seinen Sportbeutel zu verzaubern. Ja? Verzaubern? Finn, bleib mal stehen. Bleib mal da. Der Sportbeutel muss da noch dran, wenn du Sport hast in der Schule. Das Innovation Ergobag, ja. Du kannst den Sportbeutel. Das ist mega, das heißt, du hast deine Hände frei. Du musst den nicht schleppen früh, genau, sondern den können wir da hinmachen. Genau. Wieder noch daneben rennen, wie die anderen Kinder. Mal schauen. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Ja. Also, ich wollte vorhin schon hier durchlaufen, aber ich habe den anderen zuerst durchgelaufen, weil der hat einen Schulranzen und musste rennen. Ja. Ja, das müssen wir mit den Kindern, müssen wir da ein bisschen Übungen machen, damit wir auch sehen, ob das System auch das Richtige ist. Ne? Also, Finja, ja, wir stellen uns nochmal so hin, strecken die Beine durch. Nehmen die Arme und gehen nach unten, versuchen die Fußspitzen zu berühren und der Schulranzen bleibt am Körper. Mama. Also er schafft's, er kommt zu den Fußspitzen. Ich nehme dafür, ist der Bauch zu groß. Ja. Ja. Mega Film. Und wieder zurück. Ja, gut gemacht. So, und jetzt können wir das machen, was ich mit den Kindern auch immer mache. Jetzt zeige ich dir da vorne, siehst du, die Cowboy-Hüte, ja, und das Fasching. Da rennst du jetzt mal ganz schnell hin und wieder zurück. Auf die Plätze, fertig. Los! Wenn du jetzt halt auf den Ranzen schaust, der bleibt exakt dran. Wir versetzen uns. Sehr gut, Finn. War es richtig? Ja, und du machst es auch sehr gut. Ja. Und wir versetzen uns jetzt in die Situation später. Der wackelt nicht hoch und runter. Genau. Ne? Der bleibt direkt dran. Er bleibt am Körper dran. Wenn er später mit dem Scooter in die Schule fährt, soll das so sein. Ja. Er bleibt am Körper dran. Oder mit dem Fahrrad. Er hat nie irgendwie damit zu arbeiten, mit irgendwelchen Gewichten, die plötzlich links oder rechts vor seinem Rücken hängen. Er hat alles sauber auf dem Rücken angepasst. Ja? Da kannst du dann auch früh in die Schule rennen, wenn du zu spät bist. Ja, das ist auch möglich. Ja. Wenn die Mama jetzt an der Seite nochmal versucht, mit der Hand durchzukommen, kommt sie kaum durch. Der liegt jetzt perfekt und dann, an. Und dann renne ich mal und dann ich komme da echt nicht durch. Ich meine, du spürst meine Hand, ne, aber ich komme nicht durch. Nee. Ja? Also, der liegt jetzt an, er stützt ihn quasi das komplette Rückgrat entlang und das soll er auch. Ja? Okay. Finn, hast du gut gemacht. Und weißt du, was wir jetzt haben? Jetzt zeig mir deiner Mama mal, was du eigentlich getragen hast. Okay? Ich will den mal aufmachen.
So schaut's noch aus. Nee. Ja. Das ist jetzt. Das musst du jetzt auch mal tragen. Das glaubst du jetzt nicht. Ja, jetzt zeige ich dir mal was. Komm mal her. So, pass auf. Wir machen jetzt mal ein Schätzspiel. Ja? Das Modell, wo du aufhast, ja, ist gebaut worden aus denen Flaschen. Was? Ja. Das ist das Grundmaterial, aus was der Schulranzen besteht. Und jetzt schätzt mal, wie viel von den Flaschen, das sind 0,5er PET-Flaschen, braucht man, um diesen Schulranzen zu bauen, den du gerade aufhast. Was schätzt du? Wie viele Flaschen braucht man? Wie viele Uludag-Flaschen, Finn? Die sind so groß. 15. 15 Flaschen, glaubst du? Was schätzt die Mama? Oh Gott. Ich schätze mehr. 13 vielleicht? Ich sag das Doppelte. 30. Gut. 28 brauchst du. 28 Flaschen für genau dieses Modell. Ja? Krass. 30 Flaschen. Mhm. 28 Flaschen, Finns, ist deine Schultasche. Genau. Ja? Ich habe gesagt 8. Du hast 15 gesagt. Also ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass man sagt, okay, von der BED-Flasche zum Stoff. Ja, und das sind die Schritte, die man dann quasi macht. Man hat quasi die ganz normale BED-Flasche, so wie man sie hat. Die wird dann mehr oder weniger geschreddert, wird dann zu Kügelchen verarbeitet. Daraus wird der Garn mit Farbe dann letztendlich dann erstellt und daraus wird dann letztendlich der Schulranzen gemacht. Ja. Ist nachhaltig eine gute Geschichte. Oben, da der Reißverschluss drin ist und der hat da so eine kleine Nase dran. Und der kleine Nase, da können wir nachher den Regenschutz dran machen. Und jetzt würde ich dich bitten, such dir da mal eine Farbe raus aus dem Regenschutz. Ob du den grünen willst, den gelben, dann zeige ich deiner Mama was, dass sie das auch weiß. Und zwar haben wir dann hier die Schlaufe. Stecken wir hin, ist immer eine Gummilasche. Das heißt, Kind benötigt einen Regenschutz. Man muss nicht lange suchen. Der Regenschutz ist immer unterm Deckel. Aha. Und wenn ich den brauche, muss ich nicht erst suchen im ganzen Ranzen und habe meinen schlimmsten Freund dabei. Nein, er hat sein Fach und okay. Er ist gleich am Schulranzen dran. Okay, also das war es jetzt mal da. Dann haben wir vorne natürlich eine Vordertasche. Neu in dem Jahr ist, das Ergobag da nachgerüstet hat und ein richtig großes Fach geschaffen hat. Ne? Also, das schaut mal so aus. Ich habe, wenn ich will, schau mal, Finn, such dir da mal eine Flasche raus. Was für Farbe du willst? Ja? Oh, ich habe jetzt auf die pinke getippt. Ja? Nee, kannst du nehmen. Gibst du mir die mal? So. Da ist wer drauf? Ein Torwart. Ja. Stecken die da rein. Ja? Schauen wir, Finn. Haben wir drin. Und dann machen wir den Reißverschluss zu. Genau. Sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Fach, also dass das da reinpasst, das schaut gar nicht so groß aus. Wir haben den Schulranzen komplett gepackt. Jetzt probiere ich es mal noch einmal, dann wird es schwer. Jetzt wird es schwer, sagst du? Wenn es vom Volumen mal irgendwann nicht mehr reicht, also das kann sein, es ist Mitte, Ende der zweiten Klasse, dass ihr mehr Hefte, mehr Bücher kriegt, in irgendeiner Art und Weise, dann nimmt der Innenraum von der Flaschenhalterung, also vom Frontfach, innen etwas Volumen weg. Dann gibt es bei Ergobag noch die Möglichkeit, dass man an der Seite Taschen hinzufügt. Und da kann ich dann Flasche rausstecken und eventuell noch den Regenschirm. Weil für mich heißt immer das Motto, innen Schule, außen Pause. Ja? Okay. Genau. Hat den Hintergrund, der Flasche hat im Innenraum nichts verloren. Und wenn die nämlich mal ausläuft, habt ihr alle was davon. Soll nicht so sein. Da hat er viel Erfahrung mit, ne? Ja, okay. Also wir tun das raus. Vom Gewicht, vom Packen her, will ich noch was dazu sagen. Wir haben hier ein Ordnungssystem. Das heißt, Kind macht den Schulranzen auf, zieht an der Lasche unten, macht ihn auf. Das probiert gleich der Finn mal, dass er aber das auch kann. Da bin ich jetzt gespannt, ob du das verstanden hast. Zu schnell habe ich jetzt gar nicht gescheit. Nach unten ziehen, sehr gut. Einmal frei. Wenn du aufmachst, hast du da drin sofort dein Ordnungssystem. Hinten kommen die Bücher rein. Da rein kommen die Hefte. Empfehlung für mich immer, oder was ich immer gern weitergebe, eine Heftbox reinstecken. Haben wir gekauft heute eine Heftbox, ne? Sehr gut. Heftbox ist für die Kinder einfach einfacher. Du kriegst wesentlich weniger Eselsohren rein und du kannst da mehr Bücher und so weiter etc. reinstecken. Ist einfach für sich geordnet. Ja? Warte halt mal. Naja, das ist die Euphorie-Sache. Ne? Gut, also, alles mal gepackt. Ist es zu. Wichtig ist, die schweren Sachen müssen am Rücken sitzen. Mhm. Und von schwer auf leicht, so packe ich den Ranzen. Das ist Mamas Aufgabe, das dem Kind zu vermitteln. Und wenn man das kann,
habt ihr damit ein super System geschaffen. Ein großer Fan von Kubo. Und weitere Fragen zu dem oder andere noch? Das ist jetzt der Kubo und was ist denn das für ein Modell? Weil der sieht ja, also vom Design her ist es dasselbe, aber irgendwie ist was anders. Richtig, also das ist jetzt der Pack. Der ist anders aufgebaut. Das ist eher das weiche System. Der flexible. Ja. Den stellen wir jetzt auch mal her. Den kennst du noch nicht, oder? Finn? Der schaut hinten zum Beispiel komplett gleich aus. Und Finn, wenn dir der passt, dann passt dir der auch. Ja? Weil vom Einstellsystem sind sie beide identisch. Aber er hat ein paar Features, die der nicht hat, die nur der Pack hat. Also da muss ich aber immer dazu sagen, Eltern kennen ihre Kinder am besten. Wenn wir auf Ordnung setzen und das Kind keine Zeit hat, ist das Ordnungssystem vom Kubo der Vorteil Nummer 1. Mhm. Wenn ich aber ein Kind habe, der sich sehr viel Zeit nimmt dafür, dann zeige ich den Zauberverschluss. Weil den kann man nicht so aufmachen. Den muss man an die Seite schieben. So, siehst du das? Hast du das verstanden? Hast du das gesehen? Hast du es gesehen? Und trotzdem schnappt er von alleine ein. Sein Zauberverschluss. Ja, an der Seite schieben. Ah, jetzt. Ah, und so schnappt er dann wieder von alleine ein. Zack, jetzt hast du das selber auf und zu gemacht. Ja. Ja, das funktioniert. Also ist ganz einfach. Machen wir das so auf. Und dann schnappt er wieder von alleine zu. Aber der Pack hat viel mehr Eigenschaften. Und zwar, weil ich gerade gesagt habe, Ordnungssystem Kubo, Ordnungssystem Pack. Ich muss meinem Kind nur zwei Sachen zeigen. Einmal die Schlaufe ziehen und einmal aufmachen. Wenn ich dann alles drin habe, nehme ich die oberen Sachen raus, sehe sofort auf das Ordnungssystem. Und da hat ErgoPack nachgelegt und hat serienmäßig eine Heftbox drin. Okay. Ja, damit diese künstliche Hardhülle hergestellt wird und keine Eselsohren in die Hefte kommen. Okay. Genau. Ansonsten Ausstattung hat er einen Teil mehr, das ist wie gesagt die Heftbox. Mhm. Ja, der Unterschied zwischen einem anderen, der braucht 36 PET-Flaschen. 36 und keine 28. Mhm, ja. Hat aber einen entscheidenden Vorteil meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt alles gepackt habe und ich habe alles fertig, dann geht dieses Schlaufensystem nicht nur oben an dem Ranzen entlang, sondern der ist innen drin so verzurrt, dass wenn ich zumache, sich alles, was sich in dem Ranzen an der Vorderseite befindet, sich nach hinten an den Rücken zieht. Weil wir haben vorhin gelernt, alles, was am Rücken dran sitzt, wird zu 60% vom Hüftgurt gestützt und erleichtert ihm einfach das Tragen. Das ist wichtig. Okay. Verstellsystem ist wieder das gleiche. Ja? Aber was er mehr hat oder anders hat, ist, der Kubo hat einen Sportbeutel. Und das zeichnet ErgoPack in der ganzen Schulranzen-Vielfalt, was es gibt, aus, dass sie den größten Sportbeutel haben. Okay. Ja? Das ist jetzt der vom Kubo, den man ja auch draufstecken kann. Ja. Jetzt fragen viele Eltern mich natürlich immer, gibt es das auch beim Pack? Ja, aber anders. Beim Pack ist es der Sportrucksack. Ja, den kann ich, wenn ich möchte, aufhuggeln und überall mitnehmen. Habe ja einen gewissen Mehrwert, weil es dann ein Rucksack ist fürs Kind. Bin ich aber der Meinung, nee, brauche ich jetzt nicht als Rucksack. Ich möchte den als Sportbeutel nutzen oder Sportrucksack. Dann nehme ich den, setze den vorne auf, mache den über die Schlaufe, stecke den ran, stecke den an der Seite ran. Kind hat wieder Hand frei, wenn es drauf ankommt. Kann den so tragen, wenn ich das jetzt dann möchte. Er würde es aushalten. Kann den füllen. Was er auch hat, ist ähnlich wie der Sportbeutel. Sie haben immer ein Nassfach. Also ist an allen gedacht. Wie ein Wetbag. Cool. Ähnlich, genau. Kann da mal Badehose halt noch rein. Ja. Für Schwimmen, Schwimmen oder für saubere Sachen, dreckige Sachen, die kann ich dann einfach besser trennen drin. Habe auch wieder einen Glätti drauf, ja, den ich wieder wechseln kann, wie ich das möchte. Und was auch noch eine Eigenschaft ist, jetzt brauchen wir noch mal eine Flasche, Finn, tust du mir noch mal eine raus. Du kannst jetzt in deinen Sportrucksack, steckst hier oben hin, oben über die Schlaufe. Und dann hast du immer, wenn du möchtest, eine Flasche noch zusätzlich mit dem Sport mit dran. Du hier das fest machst, weil sonst, wenn ich hier renne, dann fällt ja die Flasche raus. Richtig, genau. Und schau, wenn die kann so da, nicht mal, wenn du einen Handstand machst, fällt die raus. Und wenn sie voll ist, fällt sie auch nicht raus. Ja? Wisst ihr, die ist so richtig fest arretiert da drin.
Und dann hat man halt einen zusätzlichen Mehrwert an dem Ganzen. Mhm. Auch da kannst du Seitentaschen an der Seite hinbringen. Und für mich immer an die Eltern, ihr kennt euer Kind am besten. Ich stelle beide nebeneinander. Das heißt, das Design darf der Finn aussuchen, aber die, wie nennt man das jetzt, das Modell sollen die Eltern aussuchen. Das Modell überlasse ich immer die Eltern. Ja. Ich muss aber immer schwerpunktmäßig dazu sagen, nimmt er sich Zeit fürs Aufmachen und zu sortieren, zum Neimachen, dann ist er mit dem Pack perfekt ausgestattet. Auch langfristig gesehen. Ist es eher ein Kind, der schnell stopft, Schule aus, das muss alles schnell in einen Ranzen, wird das in einen Ranzen reingestellt, Deckel drauf und er hat Abfahrt. Hier muss er quasi erst noch die Schlauben noch wieder zumachen. Das geht auch schnell. Ja. Und den Zauberverschluss rastet ein und es geht. Wenn man das dem Kind zutraut, ist das euer Ranzen. Also. Ja, wie schaut es mit einer Garantie aus bei Ergobag? Gute Frage. Ergobag hat vor Haus auf, wenn du jetzt den Schulranzen kaufst heute, hast du 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Oder du nutzt den Joker, so nenne ich es immer. Grundsätzlich hast du da einen Zettel noch drin. Und der sagt dir aus, du hast 3 Jahre Garantie, wenn du dich bei Ergobag registrierst. Mhm. Ab Schulstart. Mhm. Somit kannst du das verlängern. Und das ist deswegen ein sehr kulantes Unternehmen. Ich habe bis jetzt halt noch nicht erlebt, dass irgendwas nicht gelöst wurde in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben uns schon immer irgendwo aufeinander treffen können. Im Falle eines Falles hättest du jetzt was dran. Ist noch nicht oft passiert, aber hättest du was dran, kommst du mit dem System zu mir her. Okay. Du kriegst von mir immer einen Leihransen, der kostet dir auch nichts, weil er bei uns auch gekauft wurde. Wir wechseln den Inhalt in einen anderen Schulransen, das ist dann unser Leihsystem für euch, das auch kostenlos dann ist. Mhm. Und ich kümmere mich um die komplette Abwicklung und wenn der neue da ist, rufe ich dich an und sage, es ist euer Schulransen ist repariert, ausgetauscht, anders, whatever. Und dann tauschen wir das aus und ihr geht wieder raus und ihr habt immer irgendwas auf dem Rücken. Okay. Ja, also das ist mir wichtig. Also, wir entscheiden uns für den Kubu. Ich bin der Meinung, dass der Finn was Ordentliches braucht, wo er wirklich schön von oben reinschauen kann. Auch wenn ich den persönlich echt cooler finde, weil er einfach mehr so diese Beutelform hat, glaube ich, ist das die bessere Variante. Da kann er es schöner reinsortieren, man kann bis zum Boden runterschauen. Sieht alles auf einen Blick. Ja. Genau, da steht alles so schön. Das ist... Nee, ich glaube, wir nehmen den Kubo. Ist für deinen Finn der bessere. Auf jeden Fall. Also, dann nehmen wir den Kubo. Finn, du hast deine Schultasche, deine erste. Oh mein Gott. Ja, Schule ist ein neuer Lebensabschnitt, der ist wichtig für Mama, für Kind und für den Papa. Ne? Du hast deine Schultasche, das ist jetzt deine. Deine erste Schultasche und Fußball natürlich, ne? War uns ja fast klar, dass du den nimmst. Ist ja der Fußballfan. Ne? Also das ist ein cooles System. Ja, cool. Ne? Dann machen wir das jetzt noch fertig und dann kriegst du von uns noch einen 10% Pass noch mit für deinen ersten Schulbedarf. Und wenn du da kommst und den Schulbedarf einlöst oder die Mama den ersten Zettel mit hat, dann bringst du da alles mit und dann stellen wir den Schulranzen noch einmal auf deine Größe ein, weil bis September wächst du noch ein bisschen. Ja? Ja, und danke für die perfekte Beratung. Bitte gern. Haben wir gut gemacht, oder Finn? Check. War cool? Check. Hast du gut mitgemacht. Ja, schaut schon aus wie ein Schulkind. Ja? Du schaust jetzt schon aus wie ein Schulkind. Ja. Und ich bin schon 6. Und der Finn hat hervorragend mitgemacht, ne? Und hervorragend mitmachen die Kinder bekommen einen Lutscher. In dem Fall Orange. Orange schmeckt am besten. Den mag ich nämlich auch am besten. Ja? Ich gebe lieber einen den Leon. Oh, das ist aber lieb von dir. Wunderbar. Den Beleg lege ich auch mit rein. Ja.